Ja Leute, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir Pokémon Unite zusammen mit dem Kai. Wo ich euch grüßen dürfte. Servus zusammen. Ja, eigentlich wollten wir zuerst Retrograde Arena aufnehmen, aber ja, wir haben eine Stunde auf Zanni gewartet und er ist nicht aufgetaucht, also haben wir zu Unite gewechselt und hoffentlich läuft das gut. Also, ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Spiel, bevor einer fragt, warum ist mein Charakter weiblich? Mein Charakter braucht lange Haare und nur die Frauen haben das in dem Spiel. Ja. Kai ist in dem Spiel mehr so ein Supporter, das ist so ein... eine Art Völkerballspiel im Pokémon-Style. Man bringt Pokémons um, man kriegt dann Punkte und mit denen hat man dann einen Ball, den man im gegnerischen Tor versenken muss. Ist Seraora schon genommen worden? Nein. Ich nehme Seraora. Man kann sich hier noch so ein bisschen vorbereiten. Du darfst ruhig ein bisschen mehr reden. Ja, ich muss gerade überlegen, weil ich will keinen zwei Supporter dabei haben. Ich habe jetzt das alles gemacht. Zur Not kann ich dir Seraora überlassen. Nee, ich mach Lamus, ich mach Slowbro. Okay. Wo gehe ich denn lang? Ich gehe mit Seraora normalerweise nach unten. Ja. Also in dem Spiel, wir müssen Punkte machen, hoffen, dass unser Team nicht komplett Müll ist. Ich habe wenigstens einen guten auf jeden Fall dabei. Bei den Rest kann ich nichts sagen. Du hast ja nur schlechte Erfahrungen mit Teammates, habe ich jetzt gehört. 90%. Ganz ehrlich, 50% der Leute, die bei mir im Team waren, konnte ich auch immer in die Tonne schmeißen. Also ich habe das gespielt, während ich nicht aufnehmen konnte, sehr viel sogar. Und gemerkt, dass ich eigentlich recht gut bin in dem Spiel. Endlich mal ein Spiel, wo ich nicht absoluter Müllhaufen bin. Aber da waren ein paar Leute, die konntest du in die Tonne kloppen. Einer ist sogar einfach direkt zum Anfang mal bei mir gelieft. Das fand ich so mies. Das passiert aber immer wieder bei so Spielen, dass immer einer dabei ist, der abhaut, weil, keine Lust. Ja, aber wenigstens kannst du den dafür Dreck bestrafen in dem Spiel. So, wie gesagt, ich gehe nach unten. So, ich gönne mir als erstes... Ach, scheiße, ich habe mir die falsche Fähigkeit gegönnt. Hallo, warum gehst du weg von mir? Bleib bei mir. Er heißt in dem Spiel hier Trextor, falls das einen verwundert. So, ich gönne mir den unteren. Endlich, ich habe Agility, damit kann ich ein bisschen schneller zuschlagen. Also das hier sind die Tore, die wir verteidigen müssen oder beim Gegner sie zerstören müssen. Komm, den machen wir fertig, Kai. Ja, so viele Erfahrungspunkte. Ah, da kommt ein Vulpix. Und Lucario noch hinterher. Ich mach Vulpix fertig. Kümmer du dich so lange um Lucario, bitte. Okay, ich hab einen Vulpix umgebracht. Ich helf dir. Oh. Wow. Das war jetzt nicht geplant. Ja, scheiße, ne? Ich kann mich hier drin heilen. Ja, ich hab beide umgebracht. Gönn mir die mal. Lass die eine liegen. Kannst du mir Rückendeckung geben, während ich versuche zu... Ach, da ist schon wieder Vulpix. Achtung, da kommt Absol. Ja, mit den Punkten, die man macht, können sich die einen oder anderen Pokémons auch mittenbei entwickeln. Gib mir mal kurz Feuerschutz. Ich habe 24 Punkte, die würde ich gern versenken. Also ich habe schon so ein Item, dass ich eine Barriere habe. Warte, ich klaue deren Zitrobeeren. Ich bin absolut nicht. Ich muss abhauen, tut mir leid. Ich habe nur noch einen HP. Ja, ja, mach du. Ich versuche so schnell wie möglich zurückzukommen. Jetzt bin ich da. Okay, ich bleib dann mal hier zum Verteidigen, weil allein kriege ich zwei nicht sofort platt. Absolut nicht gewohnt, Defense zu spielen, wenn man eigentlich nur rein Support spielt. Keine Ahnung. Okay, ich habe Vulpix umgebracht. Schnell weg. Ja, und Pikachu hat mir geholfen. Endlich mal hat einer geholfen. Aber ich brauche trotzdem Heal. Geh dich mal heilen. Sammeln in der Zwischenzeit ein bisschen Bälle ein. Also eine Runde geht im Durchschnitt so 15 Minuten. Wahrscheinlich werden auch genauso lang die Folgen. Ich muss erstmal healen. Tut mir leid.
Komm, ich brauche ein Level Up. Ich brauche die zweite Fähigkeit. Erzähler auch empfiehlt es sicher, dass man immer von der zweiten Fähigkeit Discharge nimmt. Weil damit kannst du vielen auf einmal richtig viel Schaden reinhauen. In Lamos weiß ich leider nicht, wie man spielen muss. Warum ist da ein Quajutsu jetzt? Ah ne, Amphibel, Entschuldigung. Warte mal. Schade, fast. Ich komm gleich. Renn lieber. Ich bin schon dabei. Ich habe leider noch nicht das Jump Pad. Sonst würde ich direkt kommen. Ich hol mir noch die Bonus hier oben. Also Kapaloris und Tauros. Tudo, ich war zu langsam. Lamus kacken langsam. Ja, das sagt ja auch schon der Name. Ich habe X-Attack als Item dabei, das heißt, ich kann meinen Angriff ab und zu mal steigern. Ich bin sofort bei dir. Ja, ich habe endlich Discharge. So, jetzt kann ich sie richtig rippen. Kommt ruhig her. Ich habe ich noch gesehen. Du schaffst das. Ich habe zwei fertig gemacht. Jetzt bist du dran. Du hast da noch ein Bisaf. Noch dabei. Ja, danke. Ich kam gerade nicht auf den Namen. Wir waren im Hören zwar drin, aber ich kam nicht drauf. Die Jump-Pads kriegt man ja, sobald ein Teil eingenommen wurde. So eins haben wir kaputt gemacht. Nein, zwei sogar. Haben oben und unten bereits eins weg. Ich hab mal kurz Vulpickens, Vulnuna umgebracht. Mach das wohl. Da unten ist übrigens noch ein Absol. Nein, ich hab Discharge verschwendet. Ich liebe diese Fähigkeit. Warte, lass uns hier den da unten holen. Das wäre ein richtig starker Booster. Der lohnt sich wenigstens. Es gibt auch noch im Endgame so ein Pokémon, was man umnieten kann, Zapdos, aber das umzubringen, das bringt einfach überhaupt nichts. Also man macht mehr Punkte, wenn man es einfach umbringt. Wenn man währenddessen einfach Punkte macht und den restlichen Team einfach sagt, komm, mach den, ich gönn mir alles andere. Ja, macht ihr mal. Punkte! Punkte. Wir brauchen nochmal 14. Ich gehe mal hier in der Mitte ein paar Punkte holen. Dieser Floor könntest du nicht zum Abstauben hinterherkommen. Oder besser gesagt, hi-ja! Könntest du nicht hinterherkommen. Rotom ist auch noch irgendwo nützlich. Lohnt sich aber auch nicht immer. Der hockt da oben in der Ecke. Und sieht das immer so auf der Karte, wenn die da sind. Ich hab mir mal deren Tauros übrigens gegönnt, ne? Ich habe jetzt 17. Hab jetzt, oh, hier ist auch noch deren Kapaloris. Mach ich auch nochmal eben fertig. Klone von Kapaloris hier. Bisher haben die mich noch nie gestört. Man kann nicht verstehen, warum, ne? So langsam gewesen. Komm, kaputt! Dann hat mein Tod zumindest einen Zweck gehabt. Nein, ich wollte zumindest noch Vulnuna mitnehmen. Vulnuna hat mich leider noch krank gekriegt, oder besser gesagt Lucario und Vulnuna. Die haben bisher noch keins von unseren eingenommen, ne? Das ist safe ein Sieg für uns. Und wir haben das Jump Pad. Wir haben eigentlich schon längst gewonnen. Ja. Also klar, Zapdos kann eine richtig starke Wende bringen, wenn das Gegnerteam es kriegt. Aber ich glaube nicht, dass sie es noch schaffen. Selbst wenn sie es bekommen, ja. Macht ihr mal da hinten weiter, ich hole uns mal den Schild, ne? Bei denen zu holen mit Terra Aura ist nämlich richtig einfach. Ich glaube, Terra Aura ist von der Tierlist auch ein A-Tier. Weil der rasiert richtig. Ich weiß, dass es irgendwo eine Tierlist schon von allen gibt, aber... Ja. Ich guck mir die nie so wirklich an. So, ich habe uns den Schild geholt.
Dann macht ihr mal da das Kastellit fertig noch. Ja, sind schon dran. Ich krieg den schon. Ach, jetzt kommt er erstmal nicht mehr weg. Er ist schneller geworden. Er flüchtet. Na gut, wenn da vier hinter mir herrennt, während ich allein bin, würde ich auch wegrennen. Hätte ich auch so gedacht, nee, kein Bock. Haben wir jetzt erstmal noch ein paar Punkte rein. Wir könnten den jetzt noch nehmen, dass die Zapdos... Ey, guck mal, der hat Angst. Wir hängen zu viert bei Zapdos rum. Wir haben zu viert bei Zapdos rumgehangen. Nein, 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 zerlegt ihn einmal alleingang. Weißt du, ich nehme den jetzt einfach Zapdos weg, dann haben die eigentlich verloren. Weil dann können sie nicht mehr aufholen. So, ich habe vorgelegt. Die sind fast alle tot. Müsst ihr jetzt nur noch umnieten. Richtig, Castelli, du kommst ja nicht weg. Wir müssen den nur Zapdos wegnehmen, dann haben die verloren, dann können die auch aufgeben. Ich habe sogar gerade noch die stärkere Version von Entladung bekommen, ne? Das heißt, ich kann die nochmal mehr wegrecken. Ja, das gegnerische Team hat aufgegeben. Das habe ich so oft bisher schon gelesen. Warte mal, ich habe irgendwo einen Screenshot, den werde ich jetzt hier einblenden. Da habe ich mal eine Runde komplett rasiert. Da habe ich, glaube ich, so 900 Punkte rausgeholt. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft hatte. Also ich habe das, ich blende da das ein in Screenshot. Ah, wieder einen weiter im Ranking. So Leute, zweite Runde, wir machen noch ein Quick-Match und ich habe jetzt noch mal kurz in den Screenshot reingeguckt. Ich habe ihn sogar gerade noch vor mir liegen. Es waren 958 zu 209 die Runde. Ich habe sogar Kai gerade noch das Bild geschickt. Beziehungsweise ich habe es in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt. Das hat ihr auch angucken kann. So, hier nehme ich auch Zeraora. Zeraora und Guardevoir sind meine Mains bei dem Spiel. Also ich spiele nicht nur Zeraora. Auch wenn er komplett nur wegkriegt. So, jetzt will ich einmal gucken. Full Heal. Das macht, dass alle Statusveränderungen weg sind. Ich benutze übrigens einmal dieses Score Shield auf Level 12, Energy Amplifier auf Level 20 und Shell Bell auf Level 15. Und ich kann die auch nur weiterempfehlen. Wie hieß das Vieh nochmal auf Deutsch, was du hast? Ah, wie heißen das? Kotomi, Kotini, Kotomi, glaube ich. Irgendwas mit in der Art hieß das. Ich habe den Namen gerade nie auf dem Schirm. Das Einzige, was mich ein wenig stört, dass die Namen alle auf Englisch sind, aber kann man nichts machen beim internationalen Publikum. So, die Runde geht jetzt 5 Minuten. Wir müssen jetzt auch hier so viele Punkte wie möglich holen. Am besten immer ausschalten nach APA. Diesmal habe ich die richtige Fähigkeit zum Anfang genommen. Weil mit Agility kann ich nämlich schneller zuschlagen. Das bringt mir mehr, als wenn ich einmal diesen Slash-Angriff mache. Vor allen Dingen bei den Nahkämpfern finde ich so schön, die können mehrere gleichzeitig angreifen. Ich komme dir mal hinterher, ne? Die ersten paar Gegner kriege ich so schön kaputt, weil ich... Komm, hol mir uns das Vieh in der Mitte. Weil ich relativ schnell meine Entwicklung bekomme. Tschüss! Ich wurde weggeschoben. Oder besser gesagt, ich wurde abgeschoben. Dann bin ich nämlich schon entwickelt. Level 4. Warte, hier muss man übrigens gucken, wer weniger Punkte hat, wenn man punkten will. Wie viele Punkte hast du? 23, lass mich zuerst punkten. Weil, wenn einer reingeschmissen hat, dann gibt's ab dem Punkt 20 Sekunden doppelte Punkte. Entschuldigung, 15 Sekunden. Da lohnt es sich, wenn man zum Beispiel einfach mit zwei Punkten schon mal eben kurz reinschmeißt, dass der andere einfach Punkte machen kann. Da passt. Ich glaube irgendwie, die sind alle oben links. Oh, immer auch schon. Mach du mal hier weiter, ich hol mal die O-Mods in der Mitte. Da spielt sich ja ein Pikachu bei uns. Nebenbei hier. Oh, hallo! Die haben auch einen Zeraora. Scheiße! Und das hat sogar schon Discharge. Warum sind die schon Level 9? Die haben sich wahrscheinlich zu zweit die Mitte geteilt und haben da komplett durchgewirkt. Ja, dann lass nach oben gehen.
Pikachu hier vorne. Ja, Pikachu habe ich eben kurz umgebracht. Ich halte immer auch schon nach Abra, weil der bringt richtig viel Punkte. Und den kannst du im Duo auch recht leicht umbringen. Schon da. Ja, die Runde sieht nicht gut für uns aus, aber das kann sich natürlich noch ändern. Kümmert euch ruhig um das große Vieh. Okay, ich habe die Punkte. Kannst du mit den 7 Punkten mal eben kurz reinschmeißen? Ja, wenn ich da, gleich, wenn ich da eben rüberkomme. Dann kann ich nämlich direkt verdoppeln. Ja, nee, ist klar. Die haben gerade die Gigas zerlegt in der Mitte. 58! Da kommt ein Zinderace. Ein Fernkämpfer. Verdammt, das hat mich umgebracht. Bist du nicht ein Healer? Warum healst du mich nicht? Weil der Heal nur über Zeit läuft, der ist nicht sonderlich stark. Ich kann dir einen Schild verpassen und der Heal ist nicht sonderlich stark. Ja, nee, verstärke ich! Ich glaube, hier unten ist irgendwo Abra. Wird der nicht einfach sogar auf der Karte einfach angezeigt noch? Ja, aber nur auch ganz kurz. Hier ist er. Da ist er. Nein, es flüchtet! Er ist hier weggeportet. Wir müssten uns auch einmal Regigigas gönnen. Ich habe die Ulti bereit. Ich schmeiß mal hier oben rein, damit der seine Punkte verdoppeln kann. Ich komm dir helfen. Die hängen alle drei hinter mir. Wo ist Abra hin? Ich hab mal eben kurz rasiert. Dann liegt das nicht noch knack ran. Los, jetzt schmeiß rein! Obwohl wir eigentlich schauen, wenn einer kurz da was reinschmeißt vorher. Er hatte nicht drüber nachgedacht. Wir brauchen ein Abra mindestens. Ich hab eins bei mir. Ich hab's umgebracht. Ich gehe unten hin, ne? Weil ihr ja da oben gerade Gesellschaft habt. Ich nehme sogar noch einen O-Mod mit. Oh, hier ist direkt noch ein Abra. Und ich kann damit direkt auch verduften. Schnell schmeiß da irgendwas rein. Ich habe keine Punkte. Dann nimm das kleine Vieh da eben. Schnell. Ich bin dabei. Oh, wir können jetzt richtig pucken. Ich erneuere mal kurz. Schnell, komm, schmeiß sie noch rein. Nein, es hat nicht mehr gezählt. Aber wir haben noch aufgeholt. Ganz knapp gewonnen. Obwohl die zwei mehr Gigas Geld bekommen haben. Alter, wir haben am Ende nur mal rumgerissen. Oh. Hast du irgendwas gemacht? Nicht meine beste Runde. Ich hatte auch schon bessere. Auf jeden Fall war das eine nice Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.